Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Meckerbellum. Genau, ich kratze mich wieder nach oben mit meinen Krallen. Von 1800 abgestürzt, aber so langsam wird es wieder ein Tick besser. Ich wollte den Arclight-Spam eigentlich spielen. Bisher habe ich das in 0 Runden gemacht. Aber wie gesagt, im Moment rushen sehr viele Leute wieder. Und einfach mal gucken, ob der funktional dann ist. Ja, aber ich will jetzt nicht im Steeball deswegen anfangen. So schlimm steht die Welt nicht mehr. Cost Control finde ich im Moment relativ stark, aber hey, das ist auch Geschmackssache wahrscheinlich. Hängt von der Spielweise ab. Nachschub. Krieg mehr Geld. Genau, wir rollen da jetzt einfach rein. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich wollte mal was anderes wieder aufstellen. Also schon auf der richtigen Höhe, aber vielleicht mal mit dem Schwerpunkt auf einer Seite setzen. Ja, und dann packt man da mal die Arclights dazu. Genau, die töten dann einfach alles. Ich wollte es eigentlich gegen Rush machen, ne? Und da bin ich nicht sicher, ob ich das jetzt hier anwenden möchte. Also man macht das ja dann, ne? Man braucht einen Charge Shot in aller Regel gegen die Panzer und dann Reichweite und so. Ein Problem beim Charge Shot ist halt, dass er dann die Anti-Chaff-Funktion im Prinzip einbüßt, einen Großteil. Und mit den Loose Formation Crawlern, wenn er die haben sollte, verschlimmert ihr das Ganze noch. Luftabwehr. Ich da einen Skorpion reinspielen? Hundert, ne? Holen wir uns den Panzer da vorne. Wenn der splittet, das wäre natürlich nice. Wenn es nicht eiskalt gelogen ist. Mal sehen, mal sehen. Genau, schon mal ohne Schaf. Mein Segen hast du. Was genau hast du erwartet, wenn ich da in die Ecke stelle? Vielleicht diesen Crawler-Knubbel, aber dagegen sind Satelliten ineffektiv. Babam. Och, nice. Den kriegen wir auch, schade. Dafür kriegen mit einem Schuss jetzt alle. Wir kriegen trotzdem genug. Also das ist schon sehr lukrativ, was der da abknallt. Weil er die Mustang fürs Tanken benutzt. Ich vermute mal, es wird nächste Runde auch ein bisschen anders ausgehen. Also würde ich hoffen für ihn. Je später ihr jetzt Schach spielt, desto weniger Optionen habt ihr, weil ich weiß, dass er Schach spielen muss. Ne? Und entsprechend. Weiß, dann kommt da kein Sniper oder irgendwas anderes. Also würde ich von abraten, die ersten zwei Runden ohne zu spielen. Die erste kann man es manchmal machen, aber die ersten zwei ist wirklich hardcore. Hat er den Mustang wahrscheinlich zuliebe gemacht. Die Level schafft. Ich hole die auf jeden Fall, weil er die nicht töten kann, glaube ich. Ich glaube, ich mache das da drüben anders.
Ja, den wahrscheinlich. Also ich will den jetzt nicht prophylaktisch Reichweite geben, aber ich glaube, dass da jetzt langsam was kütt. Der dicke Schaft, der kommt da doch jetzt sicher, oder? War trotzdem ein Schwerpunkt auf der linken Seite. Verarscht er mich? Okay. Willst du ab Runde 4 dann Schaff kaufen oder was ist da los? Ich habe jetzt nicht aufs MMR geguckt, aber. Also vielleicht klappt es ja. Der hatte, glaube ich, schon 1600. Der hat schon mal gespielt. Aber ich hätte meine Zweifel, wenn das aufgeht. Ach, da unten stand was. Na gut, meine Level 3-Crawler machen das zum Teil. Gucken, ob der linke noch ausreicht. Wahrscheinlich nicht. Die brauchen gleich Reichweite, dann können wir ein paar schöne Schüsse abgeben. Markmen locken noch die ein, aber gleich Reichweite, wie gesagt, ausgeben. Ich überlege halt auch Formation auszugeben, weil das ja doch wertvolle Crawler sind. Ich weiß allerdings nicht, wie gut das gegen Artillerie ist, ehrlich gesagt. Die Level 3 Crawler muss man ein bisschen aufpassen, die leveln den Gegner natürlich auf, wo immer die sterben, ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Gegner hat ja immer noch kein Kleinvieh. Ja, keine Ahnung. Ja, wie tötet man den in den Seiten? Also der wird jetzt wahrscheinlich nochmal was davor kommen, vermute ich. Der Wurm wäre übertrieben, ne? Ein Steeball dabei packen. Ich habe keine Bomberwespen mehr, ne? Eigenen Rhino dazu packen vielleicht. Bis da halt Ruhe am Pott ist. Aber der wird die verkaufen, ne? Denke ich mal. Also er lenkt ja keine relevanten Einheiten damit ab, ne? Genau, der verkauft. Aber für mich ein Rhino, der da durchläuft, ich sehe da halt keine, ne? Also das ist der einzige, der ein Rhino-Counter ist und das halt ein bisschen wenig vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mein Rhino, der mit den Crawler da mitläuft, was machen kann. Sieg, trotz Cost Control? Fragezeichen. Der schießt ja gleich noch mit. Ja, ich glaube, der brauchte den Satellit. Ja, der hat endlich mal einen Crawler geholt, der Gegner. Die Reichweite von denen ja erhöht. Ja, wieder die Marksmen, die werden jetzt ein bisschen zu viel aufleveln für meinen Geschmack. Und hier muss offensichtlich nochmal Shaft Control rein, weil der ist nach links unten gegangen, hätte sich um den gekümmert, diese Runde. Und da ist jetzt mal ein Rhino. Ein schöner Anblick, wenn so ein Skorpion schießt. Dritte da. Gleich mal gucken. Underground Thread. Ja, klar. Schaden, okay. Ups. Die grüne Gülle auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten. Ist zu riskant, ne? Das jetzt hier zu verlieren, jede Runde. Ich denke mal, der wird den auch verkaufen. Und dann packe ich jetzt mal nichts weiter dazu in Satellit. Auf jeden Fall mal, weil die so gut sind. Ja, und da drüben hat er ja nichts dagegen, ne? Also ich mache nochmal einen davon. Und dann spielen wir noch ein paar Crawler dazu.
Soll die Marksman da ein bisschen rausnehmen. Und gegen die Artley kann man ja eigentlich auch immer mal so einen Freund spielen noch, ne? Und immer vorlaufen. Ja, dass ich den nicht aufleveln kann, ist ein bisschen ärgerlich. Brauche ich denn den Panzer, ne? Scheiße, jetzt habe ich. Ah, gut, jetzt habe ich Mist gebaut. Aber ich glaube, die Panzer können weg. Aber das war den Kredit natürlich nur so halb wert, muss man sagen. Das war jetzt ganz dumm gemacht wirtschaftlich. Warum ist denn hinten ein Satellit? Na gut. Crawler-Freunde. Hätte ich vielleicht doch einen Satellit opfern sollen, schwer zu sagen. Wie? Also links unten. Ja, die Marksmen und die Artillerie, die machen zu viel Schaden an den Skorpionen. Ich denke halt die Level 3 Crawler. Also wir haben früher ne, um Discord zusammen gespielt haben und geredet haben, haben wir gesagt, wenn Level 3 Crawler holt, der verliert das Spiel automatisch, weil er levelt den Gegner zu stark auf. Ich glaube, genau das sehen wir gerade da oben. Die Level 3 Crawler waren, glaube ich, ein gigantisches Eigentor. Ach ja, so ist es manchmal. Ich kann jetzt auch keine Feueroption mehr gegen die Dinger machen, wenn ich meine eigenen Crawler alle rüsten möchte. Also sehr unschön. Nichts davon klappt. Wie ist denn die Luftabwehr bei mir? Ist nicht existent, ne? Nochmal eine Krabbler-Geschichte. Naja, ich habe das ein bisschen vergeigt. Kann jetzt eh nichts mehr kaufen da. Na, mal sehen. Die Adler kriege ich nicht weg, ne? Gucken wir mal, wie weit er nach vorne läuft. Aber ich glaube, die ist zu weit hinten dafür. Den Rhino kann ich gleich verkaufen, rechts. Und links dann auch, ne? Die Adlerkanone holt den Rhino halt weg. Ansonsten ist Adlerkanone in der Backline nicht die stärkste Option normalerweise. Bisschen ausgedünnt. Ich habe halt zu wenig Flächenschaden dafür. Und alle Flächenschadenoptionen, die mir jetzt in den Kopf kommen, würden halt mit Feuer zu tun haben und meine eigenen Crawler töten. Level 3 Crawler hätte ich niemals holen müssen. Ich habe ja Level 3 Crawler und die Loose Formation geholt, ne? Also ich habe unendlich viel ausgegeben und den Gegner unendlich viel Möglichkeit zum Aufleveln gegeben. Sind alle blau am Boden. Der ist ja neu. Also das wird mich das Spiel vielleicht kosten. Die Grundregeln von früher, die machen schon Sinn. War Factory gegen die Artillerie. Ist ja doch eine Menge inzwischen. Aber dann kriegen wir da einen auf die Schnüss. Klar, ausknipsen. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache die War Factory, weil die auch die Schüsse von dem da oben abfängt. Dann das Raketenabwehr. Ist sehr teuer. Es gibt nicht viele Ziele, ne? Mal sehen. Ansonsten gibt es halt eine Menge Kleinvieh zum Abknallen. Mein Schaftclear ist halt inzwischen ein bisschen sehr dünn gewesen.
Da müsste gleich auch noch mal einer hin wahrscheinlich. Ah, nice. Krieg nicht alle Raketen, aber eine Menge. Normalerweise würde ich halt da Feuer reinhalten. Es ist so ärgerlich, wenn man sich selbst ins Ausstellen kann mit so mehr Scheiße. Aber mal sehen, ob ich hier kriege ich es ja jetzt mit der War Factory hin. Sind halt sehr viele Raketen und die Schüsse müssen wir auch noch abfangen. Das könnte ein bisschen viel in Summe sein. Die eine ist Gott sei Dank jetzt deaktiviert. Luftabwehr ist halt, ne? Nur meine beiden Overlords. Die müssen wahrscheinlich gleich dann Reichweite geben. Ja, meine gesamte Armee stirbt halt an der Front, ohne einen Effekt zu erzielen. Ne? Glaube ich, eine Adrikanone. Also ich habe das verloren gehabt an der Stelle, wo ich den Crawler Level 3 geholt habe und den Loose Formation. Da war das, glaube ich, hart gegessen, das Ding. Und das gegen jemanden, der kein Schach gespielt hat im Early Game. Das hätte eigentlich ein Easy Win sein müssen. Naja, manche Fehler werden halt sehr, sehr hart bestraft. Jetzt kann er die Wespe holen. Ich kann mir die nicht erlauben. Keine Ahnung. Ich kann mir aber auch nicht erlauben, die nicht zu holen, ehrlich gesagt. Also müssen die Raketen jetzt hier rausholen. Ja. Sterben halt jetzt alle umsonst da an der Front, würde ich sagen. Meine Hoffnung ist, dass die Wespen sich zu den Overlords durchpanschen da drüben. Weil die Adrikanonen, glaube ich, gerade die Dinger ganz ordentlich zugesetzt haben und die Raketen treffen ja sonst nicht. Gut, also ich weiß für die Zukunft auf jeden Fall wieder, weil ich nie wiederholen werde. Wir wussten es eigentlich die ganze Zeit. Ne? Also wie gesagt, wir haben es früher im Discord sehr eindeutig mehrere Spiele gehabt, wo nur der Level 3 Crawler das Spiel einem verloren hat. Und das hat sich natürlich nicht geändert, warum auch? Ein bisschen Glück kann die Wespe was machen, aber sind nicht mehr genug über, ne? Genau. Hätte den zweiten noch holen müssen. Für die Adrikanone eben, ne? Aber jetzt hämmert der sich da durch. Genau, und tot. War aber Half-Life, hätte sie fast gehabt. Mir sind zu viele Raketen am Schluss. Jetzt macht die Adri den tot. Ja. Das gehört halt dazu. Manchmal macht er halt einen fatalen Fehler und verliert dann einfach blödsinnigerweise. Einfach weiter. Ist generell die Regel, diese Level 3 Einheiten, die sind eigentlich alle ziemlich beschissen. Level 3 Hacker, Mustang, Phoenix, you name it. Manchmal gehen die, wenn das welche sind, wo ihr Elite sinnvoll drauf setzen könnt in dieser Spielsituation. Aber im Crawler, im Early Game aufstellen, Level 3, alle auf die rechte Seite am besten noch. Das ist ja nicht sinnvoll, ja. Die kann man ja einfach abfahren mit einer Einheit, die vielleicht ein Drittel davon kostet. Und wie gesagt, die gesamte Armee levelt dann auch. Also, weiß nicht, was für ein Kurzschluss das war. Genau, Standard von hinten. Los geht's.
Suche immer noch einen Winkel für die Arclights zu finden, für den Arclight-Spam. Bisher baue ich die dabei und habe das Gefühl, dass ich mir selbst mehr schade als helfe. Ja, woanders. Fast sicher vor Satelliten dann. Jo, und ansonsten Crawler reinlaufen. Crawler ist immer schön, wenn er läuft. Da haben wir doch wieder einen Rush, endlich. Die Frage, wie man jetzt mit den Arclights die Tarantel besiegt. Man macht ja normal Charge Shot, wenn der Steeball kommt, ne? Weil jemand am Anfang gut knackt, weil er einem ja entgegenkommt. Bei der Tarantel ist das ja nicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den dafür benutzen kann. Weil ich ja den Charge Shot habe, durch ein Schneckentempo auf die schießen und wenn die dann im Fünferpack mit Schild kommen, dann mache ich gar nichts mehr. Also das wäre eher so ein Szenario, also so ein komischer Rush, ne? Eigentlich wäre es ein Szenario für die Artillerie. Flammenwerfer geht auch, er hat keine Panzerplatte. Nice, dass er die aktiviert hat. Assault-Artillerie wäre jetzt super stark dagegen, falls die Karte kommt. Die wäre echt stark. Die würden halt tanken und gleichzeitig alles kontern bei ihm. Nicht getroffen, die Rakete. Okay. Vulken. Must-produce Sledgehammer. Ja, kann man der Adri Zeit mit kaufen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Genau, einfach dann da reinstellen. Alles zum Tanken. Okay. Es gibt eigentlich nie einen Grund, das Item auf die drauf zu packen in Runde 1, ne? Da ist ja nichts drauf. Also, ich weiß jetzt nur, dass eben die teleportieren kann, die Wespe. Kann ich mir vielleicht auch denken, aber das jetzt drauf zu packen, macht da wirklich gar keinen Sinn. Ja, nächste Runde brauche ich Flugabwehr, klar. Aber sowas müsste man eine Runde warten. Zumal er ja nicht weiß, vielleicht gibt es ja nächste Runde eine bessere Einheit und ich hätte diese Runde schon mit Mustang da angefangen. Ne? Dann kann ich doch verkaufen, wenn die links und rechts stehen, die Mustangs. Weil er dann teleportieren gar nicht mehr braucht. Oder vielleicht wollte ich hinten hinstellen nur. Oder was weiß ich. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die er machen könnte. Also Items nur ausgeben, wenn es sein muss, ohne jede Frage. Kann es leider die Sledgehammer nicht ausspielen. Da muss er halt mich um die Wespe kümmern. Aber ich habe ja Glück, sonst kommt ein Drop. Der Farseer, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz okay. Den Rest besiege ich auch fast schon mit der Artillerie. Genau, also dann ballern wir uns dann durch auf beiden Seiten. Das ist ganz angenehm. Dann kann ich jetzt doch nochmal die Panzer spielen, die einfach alles tanken. Schaff und so. Eine Flanke da oben rein, der kostet ja nur 100er. Und dann nachher die Wespe dahinter, wenn er seine dazu stellt zum Konter nächste Runde. Ich denke mal, der besiegt die da locker. Er teleportiert sowieso. Kettenabwehr-Spam. Kann man machen.
Hat er den Vorteil, dass sie auch die Panzer besiegen, also ist durchaus problematisch. Muss gleich mal gucken, ob ich den einfach ein EMS vergeben kann. Oder halt nächste Runde ein Rage auf den Panzern. Also wirklich war ein guter Pick von ihm, der macht jetzt viel kaputt. Ich überlege halt, ob ich das irgendwie hacken kann. Ich kann ja die Adler auch verkaufen und dann hacken gehen. Gucken wir uns erstmal an, wie die Lage ist. Ein Hacker wäre jetzt wieder ein neues Ding aufmachen. Eventuell kann halt der Farseher das, ne? Aber der fängt halt auch Farseer-Raketen ab. Also und da ist halt die Frage, wie weit er jetzt alles gleichzeitig rausnimmt damit. Genau. Das wird dann links oben. Also wenn ich jetzt nur Farseer mache mit EMS-Raketen. Der scheint ja gut abzuschneiden da rechts, ne, wenn ich das richtig sehe. Und wenn der noch eine Reihe Panzer macht, mache ich einen Hacker dann dazu danach. Mal sehen. Feuerrate geht ja auch immer noch jederzeit. Ne? Ist ja nicht so, dass sie super weit weg wären. Das kostet ja nur 100. Genau. Genau, der packt jetzt da oben die Wespe hin, ne? Oder so vermute ich. Mehr Raketen. Und mehr Panzer. kostet, wie gesagt, nur 100er. Und alles one-shotten, please. Ja, die Crawler müsste ich wahrscheinlich gleich mal gucken, ob ich denen jetzt einen Range gebe. Das sind ja die ersten Crawler, ne? Rage vielleicht. Eine Menge Panzer. Genau, das ist die Wespe. Die Frage, ob die schnell genug portet, um die abzuknallen. Die Antwort ist nein. Ja, da gehen meine EMS-Raketen in die Taranteln zum Großteil. Natürlich nicht hilfreich für das, was ich davor hatte. Ich habe die halt nicht gut aufgestellt, offensichtlich. Also den mittleren habe ich zumindest falsch aufgestellt, ne? Bei dem wusste ich es ja eben nicht. Und das ist aber fatal. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, wie schnell ich die da erwische. Ob ich jetzt hier den dafür hole, um die einfach ganz schnell abzuholen, die Freunde. Genau. Flugabwehr vergeben. Und ansonsten halt nochmal ein Kamerad von denen hier. Ich muss die halt deaktivieren, die Dinger da, ne? Darum geht's halt hier. Das habe ich halt, glaube ich, nicht gut gemacht gerade. Es bricht ja wie ein Kartenhaus zusammen, sobald ich da was getroffen habe. Hat er jetzt wirklich Skorpione für die Flanken geholt oder ist das für die Front?
Also die Billigpanzer in der Konfiguration, die kosten ja 100er Stück, da lohnt sich nicht 600 plus Upgrade auszugeben, um gar keinen Fall. Ja, Flanke ist noch auf, nice. Hat nicht geglaubt, dass ich da bleibe. Bin ich aber. Problem ist, dass die jetzt immer noch porten und wieder verlieren werden, ne? Trotz Upgrade wahrscheinlich. Dafür hat er den Satellit verloren. Und nächste Runde stehe ich auf beiden Seiten. Ja, gleich nochmal eine Runde Crawler oder Fangs vielleicht wohl. Mal sehen. Naja, die Level 1 Westen kriegen die Fangs nicht so gut. Wird es reichen fürs Headquarter? Ja, die Panzer sind aber deaktiviert, ne? Das ist nice. Also das hat jetzt funktioniert, ich habe die richtig hingestellt. Jetzt können die Raketen auch mal treffen. Plus wir machen die Reichweite von den Skorpionen weg. Also da klappt jetzt glaube ich alles. Wie ein Kartenhaus. Musst du nur rechts mal ansetzen. Ja, der Skorpion war auch, glaube ich, übertrieben. Drei Skorpione gegen Billigpanzer. Das war, glaube ich, massiv übertrieben. Ja, ansonsten haben die jetzt ihren Job gemacht. Ich habe nicht hingeguckt. 23, 13. Ja, ein bisschen Schaffclear haben sie ja gemacht, ne? Haben wir noch einen? Und dann nochmal Raketen dabei. Die kommen jetzt ans Ziel, ne? Die kommen jetzt ans Ziel, die Freunde. Alles ausknipsen. Muss wahrscheinlich trotzdem gleich nochmal ein Schaft dabei. Mal sehen. Genau. Es ist Level 3. Aber vielleicht hacken die sich ja trotzdem da durch. Reichweite stimmt, die brauchen wenn nur mehr Schaden. Naja, ich hoffe, dass ich das richtig gesetzt habe. Also die Ecke ist jetzt grün. Aber der ist ja eigentlich ein bisschen Glück. Ja gut, der wird sich da reinstellen. Das Schild hätte ich besser setzen müssen. Der hätte ich halt mit Priorität beschützen müssen. Da habe ich Mist gebaut. Okay. Nur Satelliten an den Seiten. Also das könnte ein bisschen fies für den da werden, jetzt die nächsten zwei Runden unter Umständen. Und das ist eine wichtige Einheit. Die Panzer und Crawler waren eh One-Shot. Also für die ist, glaube ich, nicht so schlimm. Half-Life durch das Grüne, ohne dass jemand auf ihn schießt. Ja, also das ist ein Riesendrama, dass ich da keinen Satellit hingesetzt habe, wahrscheinlich. Also die Flanke hat er jetzt ein bisschen ignoriert, ne? Also klar, der Satellit kann entweder den Panzer oder den vernichten. Einen von den beiden, der stand hier und hier. Aber da waren ja zwei Sachen und da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass er das so gemacht hat. Na gut. Ich krall mich nach oben. Ich muss halt noch die Zahlen auswendig lernen für. Also jede Raketenabwehr hat halt eine gewisse, wie viele Raketen die wegholen kann. Die sind alle unterschiedlich, unglücklicherweise. Und dann unterscheiden sich auch noch die Raketen. Also eine Vulkanrakete ist stabiler als eine normale Raketenwerferrakete. Und das macht das ein bisschen komplex, ne? Ich habe das nicht alles im Kopf, es rechne ich für die neuen Einheiten. Und dann wird das natürlich auch nochmal gepatcht, ne? Mit dem Mustang zum Beispiel, damit es maximal kompliziert ist. Und manchmal passen die ja noch so 10% hier an und da. Und das ist aber für solche Fights relativ wichtig. Weil eine MS-Rakete ja alles ausknipsen kann, die man gerade gesehen hat. So, Panzer, was hier, Fortified.
War wieder ein Klassiker wahrscheinlich. Ich glaube, wenn man das so aufstellt, könnte er mit dem Satellit hier vorne beides töten. Wenn er nicht so, sondern so steht. Die meisten wissen das aber, glaube ich, nicht. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, es ist eine beschissene Situation. Ungewöhnlich, wie er seine Anti-Chaff verteilt hat. Die Artillerie hätte halt meiner Meinung nach besondere Beachtung, ne, gebraucht für Anti-Chaff. Und die hat das halt irgendwie so Gießkanne verteilt. Roller. Ich vergesse die ganze Zeit, was die Leute haben, was ich selber habe. Ich spiele schon zu lange. Ich glaube, ich Schluss hier nach. Und du? Packe ich aber eine Wespe dazu, ne? Kleinvieh clearen. Streng genommen sind zwei Crawler. Ich weiß nicht, mit der Artillerie da vorne ist komisch. Einfach, wenn man da jede Runde Satellit dahinsetzt. Was zum. Und der ist auch noch auf Tankiness getrimmt, bis auf eine Fähigkeit. Na, da bin ich mal gespannt. Also gleich, jetzt habe ich noch keinen Schaden, aber ich bin ja Luftwaffe, ne? Ich gebe gleich einfach den Phönix aus. Ich habe natürlich keine Fähigkeiten jetzt drin, um mit sowas zu arbeiten, weil, also spielt ja keiner. aber ich glaube, dass der Phoenix auch ohne Upgrades den relativ gut down kriegt. Das ist ja nur eine Levelfrage dann irgendwann. Und ich mache ja 13% mehr Schaden mit dem Phoenix. Also ich frage mich, ob das nur eine Ablenkung war oder wirklich jetzt Rhino spielen möchte. Jetzt muss man mal gucken, ob er Mustang dazu spielt, den er dahinter laufen lässt zum Beispiel. Mal abwarten. Ich habe ja auf jeden Fall ein Damage-Item. Ich mache mal einen Phönix. Gib mir das Damage-Item, das tut ja nicht weh. Und dann schauen wir uns das einfach mal an, wie sich das entwickelt. Kleinvieh töten wir schon, ne? Wie gesagt, wenn er jetzt einen Mustang dazustellt, dann ist es ein bisschen fieser. Ja, muss man mal sehen, wie wir das dann machen.
Ritter, okay. Ja, da ist der Phönix. Aber der macht jetzt hier schon brutal viel Schaden, ja, 10.000 pro Salve, also der ist relativ schnell tot, aber ich muss den da vorher abknallen, was eventuell bei der Platzierung nicht so ungut, aber also die stand da ja schon. Also der hat sich wohl selbst gelöst, das Problem. Crawler. Berserker-Rhino. Es gibt ja keinen Grund mehr, Schaden zu machen. Da ist ja keiner, der Schaden aushält. Abgesehen davon ist das, glaube ich, auch keine gute Fähigkeit. Marksman. Ja, was holt man denn jetzt da? Singletage-Schaden haben wir ja eigentlich haufenweise. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte davon gar nichts. Und dann verkaufe ich den. Und mache jetzt einfach eine Phönix-Armee. Ja, der muss da ja halt ein bisschen Schaff hinstellen, ne? Sonst geht das ja für ihn nicht. Oder die Adrien sagt, Litho ist ja ein, weil das machen wir nicht. Okay, die Marksman geholt. Klar, tot. Wie viel Schaden macht der denn dann? 6.500. Als kann er da nicht mehr treffen kann. Ja, die Adri trifft er jetzt, dann kriegt er einen Bonus, oder? Genau, 7.000. Okay, never mind. Ja, doof. Vielleicht kriege ich ja alle, vielleicht habe ich ja Glück. Ja, wie machen wir das da vorne jetzt? Einfach nochmal Tanky-Zeugs hinstellen, Adlerie. Würde jetzt wahrscheinlich ein Orbital auch bei mir geben. Ist die Frage, ne, wie wir das jetzt handeln wollen. Wenn die Luft getroffen wird, verliere ich die Runde da wahrscheinlich. Ja, gibt wieder nichts zu tun. Kein Orbital. Also mein Gefühl ist, dass sein gesamtes Spiel um die beiden Rhinos aufgebaut ist und der Rest dafür Support sein soll, was ja eigentlich auch löblich ist. Aber ob das funktionieren wird? Luftabwehr und Raketenabwehr.
dann packe ich da ein paar Crawler wahrscheinlich rein. Feueradlerie vielleicht. Ja, Adlerie ist ja immer eine Lösung. Ja, Feuerraketen, ne? Dann lass das mit den Crawlern. Haben wir eine Reihe von Raketen. Ich würde das Feuerchen gerne ein bisschen in die Mitte tragen. Brennt das einmal auf der falschen Seite, leider. Genau, Waldbrand. Und dann die Ausnockrunde. Will die ein bisschen hier mittig locken alle, damit das Feuer vielleicht da auch liegt. Wenn der Crawler den hier trifft, da brennt und die beide in die Mitte gehen, dann brennt hoffentlich alles. Mal sehen. Ist ja klar, ne? Der wird jetzt einfach von meinen Dingern, also es ist halt alles Anti-Fortress. Das macht glaube ich keinen Sinn. Der ist super mit dem Feuer da. Links und rechts fahren sie dran vorbei. Rechts der Rhinos fast durch. Ja, die Vulcans haben es nicht gebracht. Die Vulken waren ein Fehler. Zumindest so, wie ich die hingestellt habe. Tausend Schaden. Also levelt auf. Also der Schaden, ne? Ist ja bei unter 7000 fängt er ja an. Also er macht schon eine Menge Schaden dann mehr. Ist nur die Frage, ob es sich halt lohnt, ne? Smoke. Ich vermute mal, er will das da ausgeben. Den Rhino da rechts abknallen, wenn der küt. Das ist der Gameplan. Und wenn wir uns nochmal ein extra Feuer hier legen für alles. Ich würde meiner Wespe gerne das Leben retten. Ich meine, der läuft ja eh in seinen Tod, ne? Also die Wespe könnte überleben, wenn das Feuer die abbrennt. Will ich auch sie geben? Okay. Ja, oder? Jetzt hoffe ich, sterben die, bevor die Wespe drauf geht. Ganz schön tanky, der Freund mit der Panzerplatte. 100.000 Leben. Also 100.000 Leben, ne? Ist für die beiden Level 1 Phönix zu viel. Das war natürlich ein bisschen überraschend. Statt Schild wäre der Charge Shot besser gewesen. Nachher sind wir immer schlauer. Ja. Drei Schilde. Alle Lowlife. Supi. Also der hat ein bisschen viel Umf. Fire Badger. Noch Feuerchen machen. Aber ich glaube, ich mache das hier und knips die einfach aus, die Fähigkeiten von denen, wenn die kommen. Jeder von denen hat sich ja da einen bestimmt verdient. Und in der Mitte lief noch einer, ne? Ja. Okay. Genau. Charge Shot habe ich natürlich nicht drin, war ja klar. Da habe ich zu wenig Schaden da vorne, ne? Und Kleinvieh hinsetzen geht ja nicht zum Tanken. Das ist wegen seiner Fähigkeit. Machen die dann unendlich Schaden danach. Also Schild deaktivieren und dann gucken. Überall stehen die Dinger jetzt. Kann ich ihn noch hacken oder ist das zu spät dafür?
Ich hecke dann von rechts nach links. Er den Schaft, wenn man den hinstellt, der levelt ja die auf sozusagen. Ne? Das könnte, glaube ich, gefährlich sein in Summe. Die machen ja dann unendlich Schaden. Also man darf dann keinen Schaft bei der in der Front haben. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. So, wir haben auf jeden Fall einen. Und den Rest haben wir, glaube ich, alle getötet. Huch, Headquarter getroffen. Da war eine Rakete reingeflogen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen müde gerade. Ich will nur noch schlafen gehen. Nicht, dass ich es noch schaffe zu verlieren, das wäre ein bisschen ärgerlich. Die Adler hätte ich jetzt zum Beispiel lange verkaufen müssen, weil die Raketen nicht mehr ins Ziel kommen, ne? Gibt euch keine Entschuldigung dafür, die jetzt zu halten die ganze Zeit. Okay, Ende. Also, was trotzdem interessant war, ne? Also diese Dinger sind ja dann doch gefährlicher geworden, als ich dachte, weil, also wenn ich diese Dinger rausgebe, dann wären die da hinten. Ich weiß nicht, ob die den Schaden verdoppeln, aber der wird ja dann rapide hochgehen. Und wenn die da runterkommen, wurden Schotten Ideen, ja? Das ist etwas, was ich jetzt gar nicht auf dem Radar hatte, wie schlimm das nachher wird. Also diese Dinger, die man da vorne so klassischerweise hinstellt, die haben mich, glaube ich, das Leben schwerer gemacht. Okay, ich hätte die auch verkaufen müssen hier vorne. Und ihr seht ja, der Hacker ist die easy peasy Antwort da drauf, keine Frage. Also ich würde es jetzt nicht holen, die Fähigkeit. Aber ich habe halt nicht dran gedacht, an die Combo. Und entsprechend schmerzhaft hätte das werden können. Naja, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.